Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Unsere Zahl der Woche heute lautet 140.000. Unser Thema der Woche. Wir wollen heute mal über die Vielfalt der Aktienfonds sprechen, also über die verschiedenen Länder, Branchen, Themen und so weiter. Aber zunächst erstmal ein kleines Update zum Kapitalmarkt, gerade weil wir es auch letzte Woche in der Folge angekündigt hatten, dass ja die EZB-Sitzung quasi anstand. Die liegt mittlerweile hinter uns. Da ist erstmal die Frage, Sascha, was haben denn die Währungshüter hier im Euroraum entschieden? Ja, also ganz klar, das, was sie dann eher erwartet hatten. Wir haben eine Zinssenkung von 25 Basispunkten gesehen. Also der Zinssatz wurde von 3,75 auf 3,5% gesenkt. Alle haben es erwartet. Es ist gut kommuniziert worden. Das Einzige, was nicht so toll daran ist, die Begründung, es läuft nicht so wirklich rund in der Eurozone, also insbesondere in Deutschland. Wirtschaftswachstum ist da relativ schwach und deswegen sah die Notenbank sich gezwungen, das zu tun. Die Aktienmärkte haben das erstmal zur Kenntnis genommen. Es ist genau das passiert, was erwartet wurde. Gut kommuniziert, keine größeren Aufschläge nach unten oder nach oben, sondern einfach nur das erwartete Ereignis. Okay. Ja, es gab ja auch die Inflation her, dass die Inflation im August auf 2,2% gefallen ist. Also durchaus eine Rechtfertigung für die Zinssenkung hier, dass man eben sich dem Inflationsziel von 2% nähert. Aber wie du auch schon sagst, eben auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung hierzulande, das haben wir auch in der letzten Woche im Fokus gehabt, dass wir einfach mal auf die deutsche Wirtschaft geschaut haben. Wie sieht es denn international so aus? Wie stehen gerade so die USA oder China zum Beispiel auch da als wichtige Wirtschaftsnationen? Ja, also das kann man tatsächlich sagen, da kommen momentan gemischte Daten raus. Also in Amerika ist es tatsächlich so, dass einige Daten ganz gut aussehen. Also tatsächlich sieht man jetzt zum Beispiel, dass jetzt gerade der Empire State Manufacturing Index ganz gut gestiegen ist. Also wir haben den höchsten Stand seit April 22, also Optimismus. Vom Arbeitsmarkt kommen so ein bisschen gemischte Stimmungen, was das Thema betrifft. Ein bisschen Unruhe kommt natürlich auch von dem Präsidentschaftswahlkampf. Also momentan kann man einfach nur sagen, es läuft eigentlich recht rund in Amerika, aber auch nicht so, dass es unbedingt ein klares Bild ist. Also so ein bisschen so Sonnenschein, wo man so ein paar Wolken am Himmel sehen könnte. Das sieht auch die Fed momentan so, deswegen natürlich die Diskussion darum. Und in China kann man erstmal sagen, das Wachstum ist erstmal ganz vernünftig, also wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, liegt aber immer noch unter den Erwartungen. Also zum Beispiel ein Thema, Einzelhandelsumsätze liegen tatsächlich noch bei 2,1% auf Jahressicht. Das liegt deutlich unter den Erwartungen. Wirtschaftswachstum ist genauso angeordnet, also genauso wie angeordnet auch prognostiziert reingekommen. Also das läuft in China ja ganz gut. Ja, und da muss man natürlich sagen, wir haben ja eine kleine Naturkatastrophe, diesen Taifun gehabt, was zu Einnahmeeinbußen geführt hat. Das schädigt die Wirtschaft natürlich auch immer so ein bisschen. Also China kann man jetzt wirtschaftlich natürlich nicht abschreiben, das wäre viel zu früh. Aber so richtig ein paar Fragezeichen sind da noch und könnte gegebenenfalls auch nochmal eines der Rückräder für die Weltwirtschaft werden, wenn es da wieder anfängt zu laufen. Aber momentan sind da noch ein paar Fragezeichen. Sieht die chinesische Regierung übrigens genauso. Deswegen natürlich eine ganze Menge Konjunkturmaßnahmen. Man senkt dort auch die Zinsen immer weiter. Man versucht Anreizprogramme zu schaffen, insbesondere natürlich für die Elektromobilität. Also um das Thema weiter voranzutreiben. Also müssen wir weiter beobachten, ein paar Fragezeichen. Aber ich persönlich bleibe schon für China optimistisch. Ja, fast europäische Niveaus, muss man da sagen, wenn man da von 2-3% Wachstum in den einzelnen Bereichen spricht, beziehungsweise ehemalige europäische Niveaus. Mittlerweile haben wir ja hier eher 0-1% in den verschiedenen Ländern. Ja, also da. Ich meine, wir würden 2% feiern, also ohne Ende. Also. Das wäre ein richtiger Aufschwung, das stimmt. Das auf jeden Fall. Dann schauen wir auch nochmal kurz auf zwei Quartalsberichte, auch sehr spannend, die eben für hohe Verwerfung auch geführt haben am Kapitalmarkt. Das Börsenwetter. Und ich würde einfach mal starten mit dem Unternehmen Oracle, also US-Unternehmen, quasi auch mit einem Umsatzanstieg von 7% im vergangenen Quartal. Und was man da eben sagen muss, dass Oracle auch immer mehr sich im Cloud-Geschäft etabliert. Also da kennt man natürlich die Big Player, also AWS, Google Cloud, Azure Cloud von Microsoft und mittlerweile eben auch starkes Wachstum bei Oracle, gerade was so diese Rechenleistung im Netz, also das Infrastructure as a Service Geschäft angeht, also IaaS, da hatte man zuletzt ein Wachstum von 50%. Also da geht es richtig bergauf und das hat auch eben die Börse honoriert. Da ging
allerdings auch deutlich nach oben mit der Aktie. Ansonsten hatten wir noch Adobe, Sascha. Was lag bei Adobe im letzten Quartal so an? Ja, also die haben ganz gut geschockt. Also am Ende ist es ja so, Adobe ist ein relativ großer, bekannter Softwarehersteller. Ich glaube, wir alle haben den schon mal benutzt. Spätestens, wenn wir so PDFs aufmachen, das ist ja das ursprüngliche Format, aber ich meine auch der eine oder andere Fotoliebhaber oder Videobearbeiter mit Adobe Premiere oder mit Photoshop hat ja tatsächlich dann Programme schon von denen genutzt. Also sehr breit aufgestelltes Unternehmen in ganz vielen Bereichen. Aber man sieht so ein bisschen so, dass die Unternehmen weniger stark investieren. Also das Unternehmenskundengeschäft ist nach wie vor eines der wichtigsten Bereiche. Und auch da gerade das Thema Nachfrage nach KI-Tools ist so ein bisschen zurückgegangen, das Ganze. Also da wird ein bisschen weniger nachgefragt. Deswegen hat man die Prognose runtergesetzt. Und das hat so ein bisschen geschockt, weil Adobe war auf jeden Fall eine der ganz gut gelaufenen Aktien im Tech-Sektor. Und jetzt, wenn die Prognosen nach unten gesetzt werden, dann macht man sich Sorgen, dass man vielleicht das ganze Wachstum überschätzt hat. Deswegen die Aktie fiel über 9% in dem Moment, als das bekannt wurde, weil man einfach Angst hat, dass es vielleicht nicht so rund läuft. Ja, das soweit zu dem Thema Aktuelles und auch zu den jüngsten Quartalsberichten ist im Prinzip gerade keine Saison, aber es gibt auch immer wieder Unternehmen, die versetzte Geschäftsjahre haben, eben beispielsweise auch wie hier im Fall von Adobe, wo das Quartal jetzt eben bis August ging und jetzt das nächste Quartal eben September bis November, also so leicht versetzte Monate. Und dann schauen wir auf unser Hauptthema der Woche, und zwar haben wir uns heute mal überlegt, dass wir euch einfach mal einen Überblick geben über die Welt der Aktienfonds. Also jetzt gar nicht über alle möglichen Fonds, sondern wir wollen speziell über Aktienfonds sprechen. Und an der Stelle wollen wir auch unsere Zahl der Woche auflösen. Das ist insgesamt Ende 2023 weltweit rund 140.000 offene Investmentfonds gab. Also wirklich eine unglaubliche Zahl, und da verliert man eben auch schnell den Überblick. Und wie gesagt, wir sprechen jetzt eben in der heutigen Folge über die Aktienfonds und wollen euch da einfach mal aufzeigen, was es dann für eine Vielfalt mittlerweile gibt, wie man das abbilden kann. Aber das Erste zur groben Unterscheidung ist ja immer das Thema Management, also aktiv versus passiv. Sascha, vielleicht auch nochmal für unsere Börsenneulinge, die hier so dabei sind, wo ist da dahinter der große Unterschied? Was unterscheidet jetzt einen aktiven Aktienfonds von einem passiven Aktienfonds? Ja, beim aktiven Aktienfonds ist es so, es gibt ein Fondsmanagement, also quasi Portfolio-Manager, die darüber entscheiden, welche Aktien sie jetzt kaufen, nach bestimmten Kriterien. Und die versuchen natürlich dann auch eine gute Auswahl zu treffen. Beim passiven Aktienfonds sagt man sich, nur sowas brauchen wir eigentlich gar nicht. Offiziell gibt es auch einen Fondsmanager, aber der entscheidet nicht wirklich selber, sondern der kauft einfach nur einen Index nach. Der kauft also 1:1 die Titel, die zum Beispiel im DAX genannt sind oder im S&P 500. Meistens macht man sowas in der Form von ETFs. Gibt aber auch tatsächlich andere Typen von Fonds, die das 1:1 abbilden. Da geht es dann nicht darum, dass man tatsächlich irgendwie eine Entscheidung trifft, sondern einfach einen Index in der Form so kostengünstig wie möglich abbildet. Okay, das heißt da die grobe Unterscheidung an der Stelle. Und jetzt schauen wir eben auch nochmal auf weitere Unterteilungen. Das eine ist das Thema Branchen, also dass hier wirklich eine unglaubliche Vielfalt ist, wo sich jeder Einzelne eben überlegen kann, welche Branchen finde ich zum Beispiel interessant. Und dann gibt es auch da wieder einmal an der Stelle eben aktive Aktienfonds oder auch passive, also in der Regel ETFs, die dann diese Branchen bespielen. Und beispielsweise gibt es da das Thema Biotechnologie, wo dann solche Aktien wie Gilead Sciences, Amgen oder Regeneron Pharmaceuticals auch enthalten sind, also klassischerweise aus dem Milieu, oder auch das Thema Energiefonds, also wo beispielsweise auch typischerweise so die Öl- oder Gasunternehmen wie ExxonMobil, Chevron, Shell enthalten sind, oder aber auch spezielle Aktienfonds, die jetzt nur die erneuerbaren Energien bespielen. Also da auch nochmal zwei Beispiele: First Solar, Iberdrola aus Spanien jetzt hier auch, die insbesondere ja im Windkraftsektor sehr aktiv sind. Also ganz viele verschiedene Bereiche. Sascha, was hast du noch so an Ergänzung? Welche Branchen fallen dir noch ein, wo auch Aktienfonds aktiv sind? Ja, vielleicht mal ein bisschen was Exotischeres. Infrastruktur ist zum Beispiel so ein Thema, wo man dann tatsächlich auch draufsetzen kann. Ist ja ein großes Thema für uns, dass wir Brücken sanieren müssen. Haben wir ja gerade gesehen hier in Deutschland, dass wir da natürlich viel in unsere Infrastruktur investieren müssen, aber auch sowas wie Schienennetze oder Datennetze aufzubauen. Und da gibt es natürlich dann sowas wie Union Pacific oder American Tower, beziehungsweise, wenn man nochmal hinschaut, hier in Europa
Japan eine Vinci, die jetzt tatsächlich in diesem Bereich tätig sind, oder eine Strabag als Beispiel, die natürlich dann auch in diesem Bereich tätig sind. Also auch ein sehr wichtiger Sektor, der auch in vielen Fonds, der von vielen Fonds so abgebildet wird. Genau, ansonsten, was ja auch gerade aktuell auch immer wieder ein Thema ist oder in den letzten Jahren insgesamt, das Thema Gesundheit, also Healthcare. Auch da gibt es eben verschiedene Fonds, die einen, die eben das Gesamtthema spielen, die anderen, die sich zum Beispiel eher auf das Thema Medizintechnik oder eher auf das Thema Pharma konzentrieren. Da beispielsweise auch insbesondere natürlich die US-Konzerne unterwegs wie Johnson & Johnson, aber auch eben europäische Konzerne wie Novo Nordisk beispielsweise, die da tätig sind. Oder auch das Thema Immobilien. Ja, da denkt man erstmal gar nicht. Wir sprechen ja hier über das, über die Asset-Klasse Aktien. Aber da spielen natürlich auch Immobilien eine Rolle. Also nicht die Direktinvestments in Immobilien, sondern dass man eben über Aktienfonds eben in Immobilienaktien investiert. Ja, beispielsweise Prologis, Welltower oder auch hier Vonovia aus Deutschland natürlich bekannt. Also auch da kann man diese Asset-Klasse auch eben mit Aktien abbilden. Sascha, was fällt dir noch ein? Welche Branchen haben wir hier noch nicht genannt? Ja, ich würde mal was Exotisches ein bisschen nennen, weil es gibt ja auch immer so ein paar Trendthemen, wo man so ein bisschen schaut. Ich meine, klar, diese ganzen künstliche Intelligenz-Thematik-Sektor ist natürlich auch ein Faktor. Ich glaube, das ist klar. Da sind viele Fonds rausgekommen. Aber um mal was ganz Exotisches rauszupicken, was ich gar nicht so uninteressant als Branche fand, war das Thema Haustiere. Ich meine, da gibt es zum Beispiel auch Fonds dabei. Da geht es gar nicht darum, dass der Handel mit Haustieren unterstützt wird. Das ist definitiv nicht damit gemeint. Aber Haustiere sind ja ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Diejenigen von unseren Zuhörern, die Haustiere besitzen, wissen ja ganz genau, wie viel Geld man für Tiernahrung, Spielzeuge, Krankenversicherung, aber auch Tiermedizin ausgibt. Also gibt es natürlich eine ganze Menge Firmen, die sich da auch drauf spezialisiert haben und deswegen auch eine Branche, die tatsächlich einen sehr großen Markt hat und deswegen gibt es da auch Fonds, die sich um solche Spezialthemen kümmern, wenn man sich da selber nicht drum kümmern möchte, welche Aktien da aktiv mitspielen. Das stimmt, das würde ich jetzt mal so ein bisschen unter Konsum einordnen, also beziehungsweise ne, dieses Thema Haustiere passt ja eigentlich in mehrere Bereiche, auch Gesundheit rein. Ja, das ist eben auch ganz spannend, dass es dann wiederum einzelne Segmente gibt, wie eben Technologie und Konsum, aber darunter auch noch denn die Untersektoren, nenne ich es einfach mal, beispielsweise im Bereich Technologie. Wenn man jetzt sagt, ich interessiere mich jetzt beispielsweise für das Thema Gaming und E-Sports, gibt es da wieder auch spezialisierte Aktienfonds für oder das Thema Metaverse oder Cloud Computing und genauso im Konsumbereich, wo du schon das Thema ne, irgendwie Haustiernahrung und so weiter hattest, wo es auch dann spezielle Reiseaktienfonds gibt oder das Thema Telekommunikation, auch ein großer Bereich, den man eigentlich unter dem Bereich auch mitzählen kann. Also unglaublich vielfältig, auch das Thema Industrie, wo es natürlich ganz viel gibt, also es von Thema Raumfahrt oder auch die Rüstungsindustrie, die wir auch schon hier in einer separaten Folge mal hatten. Und dann kommen wir auch noch zum anderen Thema, was man auch erstmal wieder meint, das ist eine eigene Asset-Klasse, kann man aber eben auch durch das Thema Aktien abbilden, das ist das Thema Rohstoffe. Sascha, wie vielfältig ist denn eigentlich so dieser Rohstoffsektor? Ich meine, da bist du ja auch immer sehr involviert in diese Themen. Also riesiges Segment, weil wir haben natürlich die ganz klassischen Rohstoffe, die man als allererstes so ein bisschen dann im Schirm hat, also jetzt gerade das Thema Kupfer, Nickel, Zink, Zinn, Blei, Aluminium, um mal ein Beispiel zu nennen. Sicher der Klassiker, der in jeder Mine irgendwie soweit, oder nicht in jeder Mine, aber sehr, sehr viel vertreten ist in den ganzen Bereichen und der auch so ein bisschen den Kern der Industrie darstellt. Aber so gerade in der letzten Vergangenheit sind natürlich diese seltenen Erden, zum Beispiel sowas wie Molybden oder Kobalt in der Form natürlich auch viel, viel wichtiger geworden. Also Dinge, die man natürlich auch in der Chipindustrie ganz massiv braucht, in der Elektrotechnik. Also das sind natürlich auch so diese ganzen Bereiche. Und es sind keine richtigen Rohstoffe, aber es wird meistens damit irgendwie auch subsumiert. Und gerade, weil der Goldpreis ja auch so schön nach oben gegangen ist die letzten Tage, nennen wir es einfach mal da auch. Dann natürlich die Edelmetalle sind keine echten Rohstoffe im Sinne von, dass sie verwendet werden in der Industrie, sondern es ist ja tatsächlich eher Wertaufbewahrungsmittel. Das Goldbarren machen wir ja nicht in der Industrie, den wir verwenden. Das ist ja signifikant vernachlässigbar. Aber sowas wie Silber, da geht es dann schon so ein bisschen in die Industrie oder Platin, das sind natürlich auch so diese Bereiche. Also da gibt es eine ganze Menge Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, entweder dann tatsächlich diese Minen zu betreiben oder natürlich also sowas wie Glencore zum Beispiel, die einer der größten in diesem großen Bereich sind, oder BHP Billiton, das sind so Firmen, die dabei, Rio Tinto, alles Firmen, die diesen Bereich abbilden und dann natürlich so ein bisschen die Nebenwerte, die das machen, gegebenenfalls die auch in der Platin
Planung tätig sind, solche Minen in der Form zu gestalten. Das kann man natürlich auch zu den Sektor hinpacken. Sehr großer, wichtiger Sektor, so ein bisschen das Rückgrat der produzierenden Industrie, weil ohne die Metalle geht ja gar nichts. Mhm. Und wenn man es auch betrachten will, man kann darüber ein bisschen streiten, ob das jetzt Energie ist oder ob das jetzt Rohstoffe sind. Manchmal werden auch die Themen, die du ja schon bei Energie genannt hast, die Rohölfirmen oder auch die gasproduzierenden Firmen mit als rohstoffproduzierende Firmen genannt. Ja, da gibt es manche Fonds, die sehen das so und manche, die sehen das nicht so. Und als letzter Punkt einfach nochmal das Thema Agrarrohstoffe. Natürlich auch ein kontrovers diskutiertes Thema, also all das, was mit Nahrung zu tun hat, also Getreide, aber auch so etwas wie tatsächlich natürlich Lebendvieh, also tatsächlich jetzt Fleisch, was produziert wird, gegebenenfalls auch Soja ist ein Beispiel, wo man das hat, also all das, was wächst und ich sag mal auf der Landwirtschaft stattfindet. Und da gibt es natürlich auch unglaublich viele hochspezialisierte Firmen, die sehr viel Geld mit dem Thema Agrarrohstoffe verdienen. Ja, oder auch da ne, zum Teil die Zurechnung von irgendwelchen Maschinenherstellern, Landmaschinenhersteller beispielsweise im Speziellen kann man jetzt sagen, ja eigentlich gehört das in den Bereich Industrie, wird ja auch oft in dieser Agrarschiene mit eingewertet, also ja, da seht ihr schon mal allein das Thema Branchenvielfalt unglaublich vielfältig. Dann wollen wir auch auf den nächsten Bereich eingehen. Das ist dann die das Thema Größe. Also wie groß sind eigentlich die Aktien, die in diesem Aktienfonds drin liegen? Da gibt es dann eben Large Cap Aktienfonds, also insbesondere natürlich die Weltkonzerne, die wir alle kennen, sei es jetzt Amazon, Apple und Co. Also eben die Aktien und von den Unternehmen, die eben riesig sind. Dann aber auch eben Mid-Cap, also insbesondere, ja, kann man ja eigentlich auch ganz schön hier an der deutschen Indexstruktur ableiten, dass wir eben den DAX haben, wo die größten Unternehmen drin sind, dann den MDAX, wo dann die mittleren Unternehmen quasi drin sind und dann den SDAX, wo dann die kleineren Unternehmen drin sind. Wobei man auch sagen muss, auch im SDAX sind ja teilweise große Unternehmen oder Konzerne, die weltweit aktiv sind. Also man kann das jetzt immer nicht so 1:1 übersetzen, dass es jetzt kleine Unternehmen sind, aber eben von der Marktgewichtung her nach zu ordnen im Vergleich zu den anderen. Und dann gibt es aber auch das Thema Microcaps, also wo dann wirklich sehr, sehr kleine Unternehmen aktiv sind oder auch in den Fonds enthalten sind, wo man eben sagen muss, das ist so die Bandbreite, wo man auch für sich als Investor überlegen kann, will ich jetzt eher in die größeren gehen oder, und da verweise ich auch nochmal auf unsere, ne, unsere Folgen, die wir schon hatten zum Thema Kapitalmarktanomalien, möchte ich auch bewusst mal so beispielsweise kleinere Aktien enthalten haben in meinem Portfolio und dadurch kleinere Aktienfonds, die eben speziell auf Micro oder Small Cap gehen, mit aufnehmen. Das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Was man aber sagen muss, dass es auch zum Teil dann auch einzelne Aktienfonds gibt, die dann wieder die einzelnen Aktien gleichgewichten, weil sonst beispielsweise kennen wir das ja auch im DAX, dann sind da eben solche Unternehmen wie SAP, Siemens sehr hochgewichtet und andere Unternehmen relativ kleingewichtet. Und dann gibt es eben spezielle Fonds, die sagen, nee, wir gewichten jede einzelne Aktie ungefähr gleich im Portfolio, was dann auch wieder verschiedene Vor- und Nachteile hat. Wenn es dann Phasen gibt, wo die großen Weltkonzerne sehr gut performen, dann ist man damit eher schlecht gefahren mit so einem gleichgewichteten Portfolio. Wenn es dann mal quasi die Großen auch erwischt, in Anführungsstrichen, dann hat man hier natürlich eine bessere Aufteilung des Portfolios, also entsprechend verschiedene Vor- und Nachteile an der Stelle. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Strategien, die man fahren kann. Da auch nochmal der Verweis auf die verschiedenen Anomalien. Aber Sascha, was fällt dir noch so an Strategien ein, die Aktienfonds da irgendwie zum Teil fahren? Ja, der beliebteste Strategieteil ist sicherlich sowas wie Dividendenstrategie. Also irgendwie mögen wir das, wenn Unternehmen ihre Gewinne auch mal ausschütten und nicht weiter investieren. Mhm. Und deswegen sind Dividendenfonds extrem populär, gerade hier in Deutschland. Also da guckt das Fondsmanagement danach, welche Unternehmen zahlen sehr gut Dividenden, haben gutes nachhaltiges Geschäftsmodell im Sinne von, dass sie die Dividende auch langfristig zahlen können und kaufen diese Titel dann auch. Also deswegen sehr, sehr beliebt, gar keine Frage. Dann haben wir noch so ein bisschen Nachhaltigkeit zum Beispiel. Also ist auch ein wichtiges Thema. Gerade natürlich in den letzten Jahren, wo so ein bisschen darauf geguckt wurde, dass Nachhaltigkeit gegebenenfalls auch ein wichtiger Vorteil sein kann im Unternehmensbereich.
In der Ukraine-Krise hat man ja gesehen, dass Nachhaltigkeit vielleicht eher Performance kostet, aber das Thema ist auf jeden Fall nicht tot. Wobei ich würde sogar irgendwann sagen, dass es gar keine richtige eigene Strategie mehr ist, sondern dass fast alle Fonds sich damit beschäftigen werden. Dann haben wir sowas wie Volatilität. Es gibt Fonds, die setzen auf besonders niedrige Volatilitäten, versuchen also tatsächlich dann zu sagen, das sind Unternehmen, die weniger schlaflose Nächte dann darstellen. Es gibt aber auch andere Strategien, die gezielt versuchen, auch größere Volatilitäten auch rauszupicken, hat man auch ein bisschen dabei. Und dann haben wir natürlich auch andere Strategien, sowas wie Momentum, hatten wir drüber gesprochen, Value oder Growth, das sind ja auch die Anomalien. Also es gibt quasi für jede Anomalie und für jede Besonderheit am Kapitalmarkt irgendeinen Fonds, der versucht, das irgendwie sinnvoll auszunutzen. Genau, und da seht ihr auch einfach da wieder die enorme Aufteilung hier. Zu guter Letzt auch nochmal das Thema Länder bzw. Region. Da gibt es eben auch das Thema, dass einzelne Länder abgebildet werden in diesem Aktienfonds, sei es jetzt Italien, Frankreich, Japan, China, was auch immer. Ganz viele natürlich auch in den USA als einfach wichtigster und größter Kapitalmarkt. Aber auch, dass verschiedene Regionen abgebildet werden, wenn beispielsweise das Thema Asien-Pazifik ist da eben oft genannt oder Lateinamerika, wo dann eben die südamerikanischen Staaten großgewichtet sind oder das Thema Emerging Markets insgesamt, wo man eben sagen kann, das ist jetzt keine spezielle Region, aber eben eine Zusammenfassung, wo Aktien enthalten sind, die ihren Sitz in Ländern haben, die jetzt quasi noch nicht zu den großen Industrienationen gehören, oder auch beispielsweise Afrika-Aktienfonds, die es da gibt, auch da wieder sehr breit gestreut. Und dann gibt es natürlich ganz viel, was wir hier noch nicht aufgezählt haben, die jetzt wirklich in die ganz speziellen Richtung gehen. Allein wenn man sich diese Zahl anguckt, 140.000 offene Investmentfonds, dann gibt es da ja auch natürlich ganz, ganz spezielle Sachen. Sascha, fällt dir vielleicht gerade ad hoc irgendwas ein, wo du sagst, oh, das ist so ein Thema, das geht jetzt wirklich in diese Experten-Spezialrichtung, was man da irgendwie hat? Ja, also was ein großer Erfolg war, ist, passt jetzt nicht so 100% zum Aktienbereich, weil es eher Derivate sind, ist so ein bisschen das Thema jetzt der Alternative Investments, also quasi jetzt auch zum Beispiel darauf zu wetten, dass jetzt, also zum Beispiel auf die Volatilität zu gehen, also insbesondere quasi andere Aktiendepots zu versichern, ist so ein Trend, den ich so ein bisschen gesehen habe, der momentan bei vielen institutionellen Investoren recht beliebt ist. Diese Short-Vola-Produkte, die da momentan rausgekommen sind, muss man aber genau verstehen, und ich glaube, das würde jetzt die Folge auch sprengen, um das genau zu besprechen, was dahinter steht. Aber solche Produkte finden momentan eigentlich auch eine ganze Menge Käufer, was das Thema betrifft. Also man kann einfach nur sagen, jede Idee, die am Kapitalmarkt irgendwie mal gemacht wurde und die auch rechtlich zulässig ist, wird auch irgendein Fonds finden, der dahinter steht. Das auf jeden Fall. Ja, das ist einfach mal der Überblick über die Aktienfonds, die es eigentlich so gibt und wie sich das Ganze aufteilt. Ich würde gerne noch mal eine Sache ergänzen, weil ich glaube so, wir haben jetzt unsere ganzen Zuhörer so ein bisschen maximal verwirrt mit der Aufzählung, die wir gemacht haben. Und ich würde das ganz gern einfach noch mal einfach abbinden. So, wie sucht man sich den richtigen Aktienfonds überhaupt aus oder wie geht man da überhaupt dran? Also meine ganz klare erste Aussage dazu. Die beste Entscheidung ist überhaupt, in den Kapitalmarkt reinzugehen. Also man sollte gar nicht das ganze Thema zu stark zerdenken, ob man den richtigen Fonds jetzt gekauft hat. Ich glaube, das Beste ist immer, dass man sich erstmal überlegt, was will ich alles abbilden. Wenn man anfängt, sollte man möglichst breit in den Markt reingehen, also irgendetwas Weltweites, gar nicht so stark auf diese Nischenthemen setzen. Das ist eigentlich immer ein großer Fehler. Nur weil ich bleibe ja mal bei meinem Haustier-Thema, um das plakativ zu nehmen, nur weil ich Haustiere besonders sympathisch finde, sollte ich mir nicht unbedingt einen Haustierfonds kaufen. Das kann ich machen, wenn ich schon mal gegebenenfalls alles andere abgebildet habe. Als Anfang, um damit anzufangen mit den Aktienfonds, sollte ich so einen Core-Satellite-Ansatz fahren. Ich glaube, das ist erstmal eine ganz gute Idee. Ich bilde erstmal den Kern, das ist so ein bisschen die große weite Welt, die großen Titel, so ein bisschen die große Marktkapitalisierung, breit gestreut. Und wenn ich das dann gemacht habe und ich habe immer noch Lust, mich damit zu beschäftigen, dann kann ich diese Satellites, also Nebenthemen mal spielen und kann mir mal Branchen raussuchen, die ich besonders interessant finde oder die unterrepräsentiert sind. Also ich würde empfehlen, groß und breit anfangen und dann, wenn man Spaß entwickelt hat und sich reingelesen hat in das Thema, dann so ein bisschen in die Nischenthemen gehen. Oder wie siehst du das, Patrick? Definitiv. Also das ist ein sehr guter Hinweis nochmal, um das Ganze abzubinden. Und gerade dieses Thema finde ich dann natürlich auch noch spannend, ne? Also Strategien, das nochmal zu wiederholen, aber gerade das Thema, ne, Dividenden, ist natürlich auch eine Frage, was will man eigentlich mit seiner Geldanlage, wenn man jetzt eher
das weglegen und in ein paar Jahren wieder drauf gucken? Oder will man zum Beispiel von seiner Geldanlage auch irgendwie regelmäßig Erträge sehen, was einen zum Beispiel auch manchmal die Motivation am Sparen dann hochhält, was dann auch so einen psychologischen Effekt nochmal hat, dann kann man natürlich sagen, dann nehme ich mir auch mal irgendwie einen ausschüttenden Dividenden-Aktienfonds mit ins Portfolio. Aber auch da eben das Thema, ne, was will ich eigentlich mit der Geldanlage erreichen? Aber es geht natürlich die Aussage, die du schon getroffen hast, überhaupt mal anzufangen, gerade für diejenigen, die eben sparen wollen, was alles, was so langfristig angeht, sind Aktienfonds da sicherlich eine gute Wahl. Ja, an der Stelle auch nochmal, ja, an der Stelle ein trauriger Hinweis in Anführungsstrichen, dass wir erstmal 2 Wochen jetzt in die Spätsommerpause gehen und danach natürlich wieder für euch am Start sind hier mit spannenden neuen Themen. Und wenn ihr da noch Themenwünsche habt für die Herbstphase, für die Winterphase, die dann ansteht, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@sparkasse-bremen.de und lasst natürlich auch nochmal gerne eine Bewertung da auf den gängigen Portalen, also sei es Spotify, Apple Podcasts oder Co. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet in 3 Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.